Das Textil- und Rennsportmuseum in Hohenstein-Ernsthal bereitet auch für diese Sommerferien ein Programm für Kinder vor, die Lust hatten, aus Textilien verschiedene Gebrauchsgegenstände zu fertigen. Wir haben wieder auf Altbewährtes gezählt, und zwar der Leseknochen, der ist eigentlich immer bei den Kindern sehr beliebt. Da kann man sich ja so ein bisschen drauflümmeln, lesen oder einfach mal so alle Viere gerade sein lassen in den Ferien. Aber unsere Textilgestalterin hat diesmal auch drei neue Projekte mitgebracht. Einmal ein kleines Utensilio, da kann man viele Dinge verstecken und sich zurücklegen. Dann gibt es ein Nadelkissen. Wer also gerne weiterhin nähen möchte, braucht ja auch ein Nadelkissen. Und das kann man sich dann nächste Woche bei uns basteln bzw. nähen. Und als viertes Angebot haben wir so eine kleine Wolke wie ein Traumfänger, den man sich über das Bett im Kinderzimmer vielleicht dann aufhängen kann und auch ein bisschen die Gedanken spielen lassen. Stündlich von Vormittag bis Nachmittag konnten unter anderem am 3. August Ferienkinder in kleinen Gruppen das Angebot der Museumswerkstatt nutzen. Also das Ferienprogramm wird manchmal sehr unterschiedlich angenommen. Es hängt natürlich auch ein bisschen an Wetter bzw. an den Möglichkeiten, die man in Ferien dann doch noch anderweitig sich einplant. Aber diesmal sind wir sehr zufrieden. Wir haben also hier Mädchen und auch Jungs, die in zunehmendem Maße auch Interesse haben und die wir auch gerne ermutigen, zu uns zu kommen, denn Nähen ist nicht nur was für Mädchen, sondern auch was für Jungs. Wer keine Ahnung vom Nähen hatte, brauchte keine Scheu zu haben. Unsere Angebote sind auch für Nähanfänger gedacht. Man muss also noch nie eine Nadel und einen Faden oder auch die Nähmaschine benutzt haben, denn irgendwann ist immer der Anfang. Auch ich kann mich erinnern, dass ich bei meiner Oma an der alten Singer-Nähmaschine, die noch mit Fuß angetreten war, einfach mal angefangen habe zu nähen. Und da auch meine Leidenschaft dafür entdeckt habe, so passiert das dann vielleicht auch bei uns einmal. Manche der Kinder, die das Ferienangebot nutzten, waren nicht zum ersten Mal dabei. Die haben auch ihre Leidenschaft für das Textilhandwerken entdeckt. Das Angebot werden wir weiterhin in den Ferien, dann auch in den Herbst- und Winterferien anbieten. Und wir hoffen, dass es immer genug Schüler, Schülerinnen gibt, Ferienkinder, die das toll finden, zu uns ins Museum zu kommen. Die Nutzer des Ferienangebotes werden stets fachkundig von einer Textilgestalterin mit dem Nähen vertraut gemacht. Ja, unter Anleitung von Evi Mühlstedt, die das schon viele Jahre für uns macht, gelingt es also auch immer, dass ihr mit einem schön fertigen, genähten, selbstgenähten Produkt nach Hause gehen könnt und das vielleicht dann auch in der Familie und Freundinnen und Freunden zeigt und vielleicht auch Lust machen könnt, das nächste Mal noch jemanden mitzubringen. Nicht jeder hat Interesse an einer Handarbeit, aber dafür vielleicht für Textil- oder Rennsportgeschichte. Zurzeit haben wir noch unsere Ausstellung mit den Rennbooten. Die ist natürlich etwas Besonderes hier in unserem Haus, aber dem Rennsport geschuldet, der natürlich nicht nur Motorrad und Auto betrifft am Sachsenring, sondern in der DDR auch sehr stark mit Rennbooten belegt war. Am 23. August hält Wolfgang Heilmann, unser Ortschronist, auch einen Vortrag zu diesem Thema. Und zwar zu einem Rennfahrer, Kurt Baum hier aus unserer Region. Der hat ein Flugzeug gebaut, der ist mit dem Motorrad gefahren, er ist Autorennfahrer gewesen und zum Schluss auch noch mit den Motorbooten unterwegs gewesen. Um 19 Uhr beginnt der Vortrag am 23. August. Die Rennboot-Sonderausstellung kann noch bis 29. Oktober besichtigt werden.